In einer Kita macht Familienhelferin Anna Decesco eine Weiterbildung. Dort beobachtet die Sozialpädagogin seit einiger Zeit das auffällige Verhalten der fünfjährigen Scarlett. Du musst jetzt mal aufpassen. Nein, will ich nicht. Doch, du musst aufpassen. Nein, muss ich nicht. Hallo Scarlett. Na, hast du meinen Sohn gesehen? Finn. Scarlett, hast du ihn eingesperrt? Lässt du ihn wieder raus? Oh ja? Komm. Mach mal die Tür. Scarlett, mach mal bitte auf jetzt. Das ist doch die Mama von Finn, die möchte ihn abholen. Komm, mach die Tür bitte auf. Wir können das nachher besprechen, aber jetzt will er Finn erst mal nach Hause gehen. Seine Mama ist doch da. Hallo. 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 Ist gut, dass Sie da sind. Hallo. Ja, die Scarlett, die hat irgendwie jetzt gerade den Finn hier eingesperrt und wir sind gerade in dem Gespräch, dass sie ihn doch bitte rauslassen soll. Vielleicht können Sie mal kurz mit ihr sprechen. Was machst du da? Warum? Was ist denn los? Hä? Ich muss aufpassen. Worauf denn? Was ist los, Mäuse? Warum? Lass uns doch erstmal wieder raus. Lass uns jetzt mal rauslassen. Und so, vielleicht brauchen wir ein bisschen Luft. Wir können doch gleich noch mal drüber reden. Und dann reden wir, genau. Mir war es wichtig, die Situation einfach noch mit allen Beteiligten noch anzusprechen. Ich hatte ja die Eltern deswegen auch gebeten, hierher zu kommen, weil mir das in der Woche schon aufgefallen ist, dass es immer wieder zu diesen Situationen kam. Mir war es dann zusätzlich auch wichtig, dass auch der Finn dabei sein kann, beziehungsweise die Mutter vom Finn, weil das sind ja eigentlich Freunde. Das heißt, zwischen diesen beiden Kindern kommt es immer wieder zu den Konflikten. Und dann einfach noch mal im Gespräch mit den Eltern das aufzuarbeiten. Ja, also Sie haben das jetzt gerade miterlebt, das hatten wir eben. Also ich bin dann auch natürlich auf die Scarlett zugegangen, um das mit ihr zu besprechen. Und sie ist da einfach sehr, ja, sie ist sehr massiv in dem, wie sie auf den Finn zugeht. Sie sagt, du musst es aber und du ziehst dich aus der Verantwortung, du verantwortungsloser, was weiß ich. Und oh Gott, das ist unser gemeinsames Kind. Wie kannst du dich nur so verhalten? Also was ich doch als sehr seltsam empfinde in dem Alter. Ja. So verhält sie sich zu Hause? Nee, gar nicht. Ne? Das war jetzt eben auch die Frage, ob sie auch, Ihnen auch was aufgefallen ist an ihr. Das ist immer ein lustiges, offenes Kind. Genau, zu Hause spielen wir und malen wir auch. Wir schreiben daran ein ganz anderes Kind. Verhält, ne? Im Elterngespräch war es mir dann in erster Instanz wichtig, rauszufinden, sind es Themen, die von zu Hause kommen. Das heißt, gibt es Konflikte im Elternhaus? Ist das Thema Scheidung irgendwie relevant? Was ist es, was da ist? Also das ist ja was, was man zuerst klären muss. Was kriegt das Kind mit zu Hause an Streitereien? Manchmal denken die Eltern, ach, das Kind, das merkt es nicht, ist im Bett, wie auch immer. Aber die Kinder sind sensibel für solche Schwingungen, die nehmen das war, wenn da auch vielleicht unausgesprochene Konflikte sind. Der Verdacht liegt nahe, dass es Probleme in der Familie geben könnte. Die Fünfjährige hat schon einige kuriose Aktionen gebracht und für ihr Alter untypische Dinge gesagt. So hat Scarlett zum Beispiel die Scheidung von ihrem Freund Finn gefordert oder gedroht, ihn rauszuschmeißen. Die Familienhelferin forscht nach. Scarlett, was war denn jetzt los? Das ist in letzter Zeit öfter schon gewesen, dass du den Finn so geschimpft hast. Und so, eigentlich ist er doch dein Freund. Was ist denn da los? Darf ich nicht sagen, dann krieg ich Ärger. Ja, aber mir kannst du es doch sagen. Wir kennen uns doch schon eine Weile, ha? Aber ich verstehe es gar nicht so richtig, weißt du? Weil ihr spielt und plötzlich wirst du dann so sauer. Was ist denn da los? Hast du es irgendwo... Kannst nicht sagen. Wollen wir lieber noch ein bisschen mit dem Finn malen? Oder spielen? Ja? Anna Decesco spricht mit den Eltern der Kinder, um ihnen ihr weiteres Vorgehen zu erklären. Da Scarlett augenscheinlich das Rollenspiel nutzt, um etwas zu verarbeiten, möchte die Familienhelferin, dass die Kinder weiter Vater-Mutter-Kind spielen. Die Sozialpädagogin hofft so, mehr Anhaltspunkte für die Ursachen des Verhaltens zu finden. Ihr zwei? Würdet ihr mal schnell noch mal mitkommen? Ihr müsstet mal das Baby noch ins Bett bringen. Das liegt ja jetzt da einfach. Da muss man sich doch noch drum kümmern, oder? Finn, kommst du auch mal noch mal kurz mit, bitte? Rollenspiele sind einfach eine ganz wichtige Möglichkeit für Kinder, um sich auszudrücken, innere Konflikte zu verarbeiten. Wir haben da als Erzieher die Möglichkeit, ganz viel zu beobachten, den Kindern auch zu helfen, einzugreifen. Hier war es eben jetzt ein sehr extremes Rollenspiel, wo man gesehen hat, das Kind hat wirklich einen Druck. Man muss da wirklich arbeiten. So, Finn, du musst jetzt aufpassen. Ich muss jetzt zum Sport. Nein, ich will nicht. Du Rahmenvater! Ich will die Scheidung! Jetzt
hast du die Puppe, ja, ne? Alles gut. Finn, gehst du noch mal rüber zu deiner Mama? Dankeschön. Jetzt bist du ja schon wieder so sauer geworden. Was ist denn? Ich kann einfach nicht die Puppe einfach. Ja, das stimmt, das war nicht so schön von ihm. Aber es ist ja eigentlich nur eine Puppe, das weißt du ja, ne? Ein Baby. Ja. Aber der Finn ist doch dein Freund. Was ist denn da los, dass du immer gleich so schimpfst? Kannst du mir nicht sagen? In der Rollenspielsituation war dann ja auch dieser Moment, wo der Finn die Puppe geworfen hat. Das war für das Guide offensichtlich so eine Situation, die noch mal ganz viel aufgewühlt hat. Da kamen dann wieder die Wörter Rabenvater, Scheidung. Also da war klar, welche Themen ihr so auf der Seele brennen und was einfach das ist, was sie beschäftigt. Ja, das Einzige, wie gesagt, ist das wirklich, dass sie erwähnt hat, dass sie am Dienstag zum Sport geht. Das mache ich. Also, das ist das, wo ich mich wieder gefunden habe. Aber ich kann es mir nicht erklären. Doch es muss einen Grund für das ungewöhnliche Rollenspiel geben. Kinder nehmen ihre Umwelt sehr genau wahr und ahmen die Eltern nach. Noch einmal spricht Anna De Cesco mit den Vollmers über die familiäre Situation und ob es nicht doch Probleme gibt. Selbst einfachste Dinge, die für Erwachsene normal scheinen, könnten der Auslöser sein. Also für mich wäre es jetzt wirklich so, der Jargon wäre wirklich für mich so, ja, Nachmittagsabendprogramm oder eben, Fernsehen wie gesagt. Gar nicht. Fernsehen gibt's gar nicht. Ja, gar nicht. Ist vielleicht nicht ganz richtig. Ich muss vielleicht noch was weichen. Ich schätze deine Arbeit. Du bist eine großartige Mutter. Du machst das echt klasse und prima. Ich glaube, das war mir teilweise so eine Nummer zu groß. Also wenn ich dann Scarlett mit ihr den Tisch decken abends und aufräume, dann war mir das mit ihr alles so ein bisschen zu hibbelig. Ne? Und dann habe ich die Kleine dann vorm Fernseher gesetzt. Aber nur Kinderprogramm, ja. Also nichts Schlimmes. Ne? Und dann konnte ich halt schneller fertig werden, weil mir das sonst einfach alles zu hibbelig war. Dann darfst du, wenn der Papa auf dich aufpasst, darfst du dann ein bisschen Fernseh gucken. Das kannst du mich ja sagen, ich hab's gerade erzählt. Und was guckst du dann da immer so? Der Papa. Kinderprogramm zeigt dir immer, ne? Okay. Und das haben sie dann auch im Blick, was da dann geguckt wird. Also sie sind schon. Nein, so also wenn ich dann bei ihr im Kinderzimmer bin und dann da aufräume, kriege ich natürlich nicht mit, was sie guckt. Aber ich gehe davon aus, dass sie das Kinderprogramm dann guckt. Ja, ja. Was guckst du denn immer so? Hast du mal umgeschalten vielleicht? Ja. Was denn? Was hast du da so geguckt? Verrat's uns ruhig. Das ist besser, als wenn wir jetzt ewig lang überlegen. Und so können wir das jetzt einfach miteinander besprechen. Du brauchst keine Angst zu haben. Ist gerade keiner böse auf dich. Nein, wir wollen dich verstehen, Mäuschen. Was hast du denn geguckt? Erwachsenenprogramm? Ja, hast du dann immer heimlich umgeschaltet? Und wenn ich dann gekommen bin? Ich bin zurückgeschaltet. Du kommst ganz nach der Mama. Ja, was machst du denn für Sachen? Menschenenergie. Was hast du denn da gesehen? Dass Erwachsene sich streiten. Aber wir streiten uns doch auch nicht. Und das macht dir jetzt Angst? Denkst du jetzt, dass die Eltern vielleicht auch streiten könnten? Wie kommst du noch, dass wir uns streiten, ne? Oh, ich hab dich doch total lieb und die Mama hab ich doch auch total lieb. Wir wohnen doch schon zusammen und wollen doch bald noch ein größeres Haus einziehen. Für Kinder sind die Grenzen zwischen Realität und Fiktion fließend. Das heißt, sie konsumieren irgendwas und wissen gar nicht, ist es die Wahrheit oder ist es nicht die Wahrheit? Betrifft mich das oder betrifft mich nicht? Das heißt, dass Fernsehen immer angeleitet sein sollte. Gemeinsames Fernsehen als Familie ist überhaupt kein Problem. Aber das Kind damit allein zu lassen, ist selbst im Kinderprogramm schwierig. Es gibt geeignete Formate, aber auch da kann es immer wieder zu Themen kommen, die man aufarbeiten sollte. Ganz wichtig ist es auch, dass Kinder nicht abends vorm Einschlafen noch Fernsehen, denn da ist es einfach so, dann nehmen die Bilder mit, die entwickeln die Bilder im Kopf weiter. Das macht Ängste, das macht Unsicherheiten, das macht Fragen, die dann auch nicht mehr sofort geklärt werden können. Scarletts Eltern lassen die Fünfjährige nun nicht mehr alleine fernsehen und haben viel mit ihr darüber gesprochen. So konnte das Mädchen aus seiner Rolle wieder herausfinden und das Gesehene verarbeiten. Mit ihrem Freund Finn versteht sich Scarlett wieder bestens und die Kinder spielen friedlich miteinander.